Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Gerade haben wir gesungen, seht Gottes Lamm, das die Sünde der Welt trug. Für immer wird er, Jesus, regieren. Und sein Königreich wird kein Ende haben. Jesus regiert. Dass das nicht jeder glaubt, habe ich gesehen, als ich die Woche durch die Rathauspassage gelaufen bin, wo ich folgendes Graffiti gesehen habe. Ihr könnt es hier lesen. Jesus regiert hier nicht. Ehrlich gesagt, wenn ich gerade so in die Medien schaue, dann muss ich diesem Kritzler hier recht geben, weil dann ist ganz klar, was momentan regiert, nämlich ein Virus. Und angesichts dessen, was wir alles Verrücktes seit dem letzten Jahr erlebt haben, ja, kann man zu der Ansicht kommen, Jesus regiert nicht mehr, er hat die Kontrolle verloren.
Und ich kann mir vorstellen, dass es den Jüngern ganz genau so ging, als sie von der Ferne auf das Kreuz geschaut haben, als sie gesehen haben, wie Jesus letztendlich den Kopf geneigt hat und gestorben ist. Und sie gedacht haben, was ist mit unserer Hoffnung? Was ist mit dem, der von sich gesagt hat, dass er der König ist? Jesu Tod stellt uns wie kein anderes Ereignis vor diese Frage und vor die Entscheidung. Glauben wir an den lebendigen Gott, an den König, oder glauben wir an den toten Gott, der am Kreuz endgültig versagt hat und der heute erst recht nichts mehr zu melden hat? Wir als Band, wir würden nicht hier vorne stehen, wenn wir nicht felsenfest davon überzeugt wären, dass Jesus lebt, dass er gestorben und auferstanden ist und dass er der König ist, der heute regiert, trotz aller Umstände. Und dass er der einzige König ist, der bereit war, die Dornenkrone aufzusetzen und den schlimmsten Tod zu sterben, damit wir leben können, damit wir die Königskrone aufsetzen dürfen. Um diese beiden Kronen soll es heute gehen. Und ich freue mich, dass Sie da sind. Und ich freue mich ganz arg auch über alle, die zugucken. Und ja, wir würden uns so wünschen, eure und ihre Stimmen hier zu hören, dass unser Lob laut erschallt. Leider dürfen Sie nur mitsummen. Aber ich bin mir ganz sicher, dass Gott sich auch über unser Summen freut. Und dass es darum geht, einfach ihm die Ehre zu geben und dass die bei ihm ankommt. Ich bete noch zum Anfang. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für das Kreuz. Ich danke dir, dass du diesen Weg gegangen bist und dass wir heute ein Stück weit mitgehen dürfen, Jesus. Und wir möchten nicht in der Ferne stehen bleiben, sondern wir möchten nahe kommen und wir möchten, dass es uns berührt, Jesus, was du für uns getan hast. Und manchmal ist es so abgeklatscht, aber wir möchten neu von dir fasziniert werden, von deiner Liebe ergriffen werden, Herr. Ich bete, dass das geschieht hier im Gottesdienst. Ich bitte um deinen Geist, dass er hier anwesend ist. Jesus, danke, dass du da bist. Amen. Lass mich vor dir knien, nimm
Und seht Gottes Sohn, kommt und seht die Liebe selbst. Seht den Königsmantel und den Dornenkranz. Unter Schmerz, unter Stolz steckt der Trumpf. Verlassen geht er seinen Leidensweg. Kommt und seht, Gottes Schuld hat den Herrn am Kreuz durchbohrt, so viel tiefer als die Nägel seinen Leib. Stolz, alles Leid, alles, was von Gott uns trennt, und die Strafe lag auf ihm zu unserem Heil. Dein Tod hat uns befreit, die Gnade triumphiert.
Himmels als Kind geboren, um aus Sünde zu befreien. Voller Ehrfurcht beugen wir uns nun vor dir, weil du starbst, lebend wir und dein Opfer macht. Dornen gekrönt, verraten von Freunden, bespuckt und verhöhnt. Zum Lamm wird der Löwe, sein Weiß wird wie Rot, wo Balken sich trafen. Dachtest du?
sprachst, es ist vollbracht. Du hattest mich vor Augen dort am Kreuz, da dachtest du an mich, was für ein, ich liebe dich. Du hattest mich vor Augen dort am Kreuz. Wir haben gerade gesungen, mit Narde bereitet, mit Dornen gekrönt, verraten von Freunden, bespuckt und verhöhnt. Wir feiern heute Karfreitag. Jesus starb am Kreuz den Tod eines Verbrechers, eines verfluchten, gehassten und schuldig gesprochenen Menschen. Und er tat es freiwillig, damit wir recht werden vor Gott. Ich möchte ein paar Gedanken zur Dornenkrone mit euch teilen und lese einige Verse aus Johannes 19. Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an und traten zu ihm und sprachen: Sei gegrüßt, König der Juden, und schlugen ihm ins Gesicht. Und Pilatus ging wieder hinaus und sprach zu ihnen: Seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Da kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus sprach zu ihnen: Seht, welch ein Mensch! Die Krone ist eigentlich für einen König das Zeichen für Würde und Macht. Bei Jesus wurde diese Krone ins Gegenteil verkehrt. Er trägt sie als Zeichen der Erniedrigung, der Verachtung und der Entwürdigung, als Zeichen des Spotts und des Hohns und der Folter. All das, was nachher bei der Kreuzigung tatsächlich auch vollzogen wurde. Wenn wir in der Konkordanz nachschauen oder Bibel und Dornen googeln, dann kommen wir ganz schnell an den Anfang der Menschheitsgeschichte. In 1. Mose 3 stehen zum ersten Mal die Dornen als Zeichen des Fluchs über der Lebenswelt der Menschen, nachdem Adam und Eva gesündigt hatten. Am Montag diese Woche war Volker Geckle bei den Passionsandachten hier und er hat genau über dieses Kapitel gesprochen. Man kann das nochmal anhören auf der Homepage, es lohnt sich. Die Folge der Sünde von Adam und Eva ist als erstes die Scham. Sie schämten sich, sie versteckten sich, weil sie nackt waren. Durch die Sünde kam die Scham ins Leben der Menschen. Eine zweite Folge der Sünde ist die Beziehungsstörung zwischen Gott und Mensch. Gott kam immer und ist spazieren gegangen mit Adam und Eva. Das war gestört, sie haben sich versteckt. Die Beziehung wurde getrennt oder die Menschen entfremdeten sich, wurden gottlos. Und als Folge dieser Beziehungsstörung gab es eine Beziehungsstörung zwischen den Menschen, Kain und Abel. Kommt nur ganz kurz hinterher. Und eine dritte Folge war die Begrenzung des menschlichen Lebens, der Tod als Lohn der Sünde. Diese Folgen hat Jesus Christus am Kreuz getragen und hat sie entmachtet. Er nimmt uns unsere Scham und macht uns frei. Er heilt die Beziehung zwischen uns und ihm und setzt uns frei, dass wir auch anderen Menschen vergeben können, dass wir uns versöhnen können mit anderen. Und er besiegt den Tod und gibt uns ewiges Leben. Das, was Jesus am Kreuz vollbracht und vollendet hat, das hat er schon in seinem Leben gelebt. Und deshalb liebe ich die
die Berichte aus den Evangelien so, wo Jesus den Menschen begegnet. Ich habe in den vergangenen Wochen öfters das Johannesevangelium nicht gelesen, sondern ich habe es angeschaut als Film mit so einem Original-Bibeltext, der da gesprochen wird, und das hat mich wieder ganz anders berührt, wie wenn ich die Bibel lese, wenn man einfach die Bilder dazu sieht, wie Jesus den Menschen begegnet ist, mit welcher Liebe er ihnen begegnet ist. Es war auch irgendwie nochmal anders, hat man so wahrgenommen, wie knallhart irgendwie Jesus auch mit diesen religiösen Führern umgegangen ist, was für Worte er da gefunden hat und wie verletzend der Hass am Ende seines Lebens war, mit dem die Menschen ihn, der ja Gutes getan hat, geheilt hat, gehasst haben. Ich möchte euch gern jetzt in eine Begegnung von Jesus mit einem Mann aus der Bibel hineinnehmen. Der Lukas berichtet davon. Dieser Mann war kein angenehmer Mensch. Das war ein Mann, der auf Kosten anderer gelebt hat. Ein Freund der Römer. Der hat sein eigenes Volk verraten, um reich zu werden. Und bei den Juden hat es irgendwie zum guten Ton gehört, dass man den nicht gegrüßt hat. Von dem hat man Abstand gehalten, mit dem wollte man nichts zu tun haben. Vielleicht kennt ihr den Film oder das Buch Wunder. Das ist die Geschichte von einem kleinen Jungen, 10-jährigen Junge, der so eine Gesichtsdeformation hat und deshalb gemieden wird. Der sitzt allein im Pausenraum, die anderen Kinder wollen nichts mit ihm zu tun haben. Und wenn man das anschaut, dann tut einem das Herz weh, weil der kann ja nichts dafür. Der ist unschuldig. Die meiden den, obwohl er unschuldig ist. Als sich ein Klassenkamerad oder ein anderes Kind zu ihm hinsetzt, wird es genauso ausgegrenzt. Bei Zachäus, der Mann, von dem ich euch erzähle, da war das anders. Der war nicht unschuldig, sondern der war schuldig. Das war sein eigenes Tun, der hatte es verdient, der hat sich auf die Seite der Römer gestellt, auf die Seite der Besatzungsmacht. Und ich glaube, wenn der nicht unter dem Schutz der Römer gestanden hätte, dann wäre es dem so gegangen, wie es Jesus am Ende von seinem Leben ging, dass er bespuckt worden wäre, geschlagen worden wäre, dass er ausgestoßen worden wäre. Und wenn er umgebracht worden wäre, hätte den wahrscheinlich keiner vermisst. Der war schuldig. Jetzt kommt Jesus in diese Stadt und die Leute freuen sich, die wollen ihn sehen, die ja, finden es cool, dass er kommt. Jesus macht nirgends Halt, sondern er geht durch diese Stadt hindurch. In der Bibel wird zumindest nichts berichtet, dass er wo anhält. Hinter der Stadt unter einem Baum bleibt er stehen. Auf diesem Baum hat sich der Zachäus versteckt und Jesus findet ihn. Und er sagt zum Zachäus, wir kennen diese Geschichte, komm herunter, ich will zu dir kommen, ich will bei dir einkehren. Jesus stellt sich an dieser Stelle neben den verhassten Mann und zieht damit den Ärger und Zorn der ganzen Menschen auch auf sich. Das heißt, er schenkt dem Zachäus da eine unerwartete, eine unverdiente Liebe. Und das berührt mich sehr, wie Jesus diesen Mann liebt, ohne dass der Buße in Sack und Asche tut oder dass der Besserung gelobt oder irgendwas, sondern Jesus sieht diese Sehnsucht beim Zachäus. Er liebt ihn, er sieht die Sehnsucht und er kommt dem Zachäus entgegen. Und diese Liebe von Jesus wird im Leben vom Zachäus eine lebensverändernde Kraft. Jesus stellt sich an seine Seite, damit der Zachäus Raum gewinnt oder Raum findet, ein anderer zu werden, ein Geliebter, ein Wertgeschätzter, ein Freund Gottes. Und nachdem seine Beziehung mit Gott geheilt ist, wird er auch fähig, Wiedergutmachung zu leisten, die Beziehungen zu seinen Mitmenschen zu heilen. Er verändert sein Leben. Die Leute damals, die fanden das gar nicht cool, was Jesus da tat. Jesus, ein Freund der Sünder, der müsste doch wissen, was das für einer ist. Das kann er doch nicht machen. Auf seinem Weg ans Kreuz kommt Jesus ganz tief herunter in alle Verachtung, in allen Spott.
in allen Schmerz und in das tiefste Leiden. Und irgendwo auf diesem Weg begegnet er uns, begegnet er mir und dir, da wo wir stehen, und nimmt uns diese Dornenkrone ab, diesen Fluch unserer Lebenswirklichkeit, nimmt uns die Folge der Sünde, besiegt er, nimmt uns diese Dornenkrone ab und krönt uns mit Gnade und Barmherzigkeit. Ich möchte euch jetzt einladen, dass wir einfach ein oder zwei Minuten still werden, diesen Jesus im Herzen einfach ansehen, der das für uns getan hat, der zu uns kommt. Mit ihm ins Gespräch kommen über das, was uns auf dem Herzen liegt, unsere Sehnsucht, unseren Schmerz, unsere Ängste. Und ich bitte dich, Jesus Christus, dass du uns nahe kommst, dass du unser Herz berührst, dass du dich uns offenbarst in deiner Liebe. Gottes Liebe sein. Er liebt uns ohne Maßen, hat seinen Sohn an uns verstattet, für alles büßen lassen, als alle Sünde auf ihm lag.
Schuld und Sünde trug, kleidet nun Majestät, vollkommene Liebe strahlt um mich, ein Glanz in jeder Seele. Dein Name heißt, du hast Lass mich nun auch verstehen.
lässt mich nun verstehen, lässt mich nun Ich möchte Sie einladen, mit mir zusammen den Psalm 103 zu beten, und Sie dürfen gerne dazu aufstehen. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels sein tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Der dich krönt mit Gnade. Sie dürfen sich gerne wieder setzen. Jesus hat die Dornenkrone getragen, damit wir die Königskrone aufsetzen dürfen. Unsere Schuld, unsere Fehler, unsere Scham, unsere fehlgeleiteten Wege, alle hat er durch sein Sterben beglichen. Unverdient, reine Gnade. Wir sind gekrönt mit Gnade. Durch Jesus haben wir freien Zugang zum König der Welt. Wir sind Königskinder. Aber ich frage mich manchmal, was bedeutet es, als Königskind zu leben? Bei der Vorbereitung ist uns zu dieser Frage ein Film eingefallen, beziehungsweise eine bestimmte Szene aus einem Film. Und ihr werdet jetzt denken, nicht so ganz passend für Karfreitag, aber schauen Sie einfach mal zu und danach werde ich noch was dazu erklären. Ich sehe jemanden, der Kraft hat. Ich sehe einen beinharten Typen, der sich nichts, aber auch gar nichts gefallen lässt. Von niemandem. Das alles siehst du? Ja, Mann. Aber es geht nicht darum, was ich sehe. Es geht darum, was du siehst. Also sieh in den Spiegel und sag mir nochmal, was du dort siehst. Ich sehe... Stolz! Stolz! Genau. Kraft! Kraft! Und ich sehe... Einen beinharten Typen, der sich nichts, aber auch gar nichts gefallen lässt, und zwar von niemandem. Sag es wieder! Ich sehe Stolz. Ich höre dich nicht. Ich sehe Kraft. Ich sehe einen beinharten Typen, der sich nichts, aber auch gar nichts gefallen lässt, und zwar von niemandem. Sag es nochmal! Ich sehe Stolz. Junior! Ich sehe Kraft. Ich sehe einen beinharten Typen, der sich nichts, aber auch gar nichts gefallen lässt, und zwar von niemandem. Los, richtig! Los, richtig! Junior Bevel. Hey, wo will denn der hin? So ist Gott. Er ist wie ein Papa, er ist wie ein Freund, er ist wie ein Ermutiger, er ist wie ein Trainer, der neben uns steht, der uns seine Hand auf die Schulter legt und der uns sagt, wer wir sind und was er in uns sieht. Ich finde es immer wieder total faszinierend zu beobachten, was mein 15 Monate alter Sohn sich zutraut,
wenn wir als Eltern neben ihm stehen und ihn ermutigen und ihm die Hand geben. Und dabei frage ich mich regelmäßig, Judith, wann hast du aufgehört, so zu leben? Gott steht doch die ganze Zeit als liebevoller Vater neben dir und ermutigt dich, dein Leben und deine Fähigkeiten voll auszukosten. Aber wann habe ich angefangen, ihm nicht mehr zu glauben, sondern meinen eigenen Stimmen zu glauben, die sagen, hey, das kannst du nicht, das schaffst du nicht, du bist nicht gut genug, das hast du nicht verdient. Alle anderen können es doch viel besser als du. Während mein Sohn stolz über den Spielplatz spaziert, einfach weil er sich daran freut, dass er laufen kann oder woran auch immer, stehe ich oft daneben, ärgere mich darüber, dass ich wieder den ganzen Morgen eigentlich nicht mehr hinbekommen habe, als ein paar Windeln zu wechseln. Und dann sehe ich die ganzen anderen Mütter super gestylt. Eine bietet noch meinem Sohn einen selbstgebackenen Bio-Keks an, und weil ich natürlich mal wieder vergessen habe, was zum Essen mitzunehmen. Und ja, meine Gedanken, die könnt ihr euch denken, und vielleicht kennt ihr auch diese Gedanken aus eurem eigenen Leben, aus Situationen, wo ihr euch mit anderen vergleicht, wo ihr einfach fast dran zerbrecht an diesem perfekten Bild von euch selber, das ihr nie erreicht. Aber hast du dich mal gefragt, was Gott über dich denkt, was er über dein Leben denkt und mit welchem Gesichtsausdruck er dich anguckt? Wie war das dann bei Gottes Sohn, bei seinem Sohn? Die Antwort finden wir in Matthäus 3, Vers 17, als Jesus getauft wird. Da spricht Gott, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und wenn ihr jetzt aufgepasst habt, dann habt ihr gemerkt, wann Gott das spricht. Er spricht das bei der Taufe. Da, wo Jesus noch keine Reden gehalten hat, da, wo er noch nicht eine große Anhängerschaft hatte, da, wo er noch keine Wunder getan hat. Da war Jesus noch ein No-Name. Zu diesem Zeitpunkt stellt Gott sich zu seinem Sohn und er spricht ihm Bestätigung und Identität zu. Und genau das spricht Gott über dich aus. Er sagt, ich bin stolz auf dich. Genau so habe ich mich dich vorgestellt. Ich könnte dir stundenlang zuschauen. Ich freue mich über dich. Ich habe Wohlgefallen an dir. Kurz, du gefällst mir. Es ist an dir zu entscheiden, ob du das glaubst. Genauso wie der große Typ in dem Film zu dem Kleinen sagt, es kommt nicht darauf an, was ich denke, es kommt darauf an, was du denkst, was du in dir siehst. Und ich glaube, das genau ist das Problem, dass wir das oft nicht hinkriegen. Und das frage ich mich so oft, wie schaffe ich das, dass diese Wahrheit Gottes, diese guten Gedanken Gottes, dass die nicht nur in meinem Kopf sind, sondern dass die in mein Herz rutschen. Dass ich das wirklich glauben kann und dass ich wirklich dieses Leben leben kann, für das Jesus gekreuzigt worden ist. Das Leben als angenommenes Gotteskind, das Leben als Königskind. Ich glaube, das ist eine tägliche Entscheidung, die ich treffen muss. Und dieser Akt, der kann heute an diesem Karfreitag beginnen. Indem du die Unwahrheiten aus deinem Leben, diese Gedanken, die oft ja, falsch sind einfach und die dich oft so quälen, indem du die aus deinem Leben streichst, und indem du sie durch Gottes Wahrheiten ersetzt. Allen, die hier im Gottesdienst sind, haben wir am Eingang oder am Platz so ein Blatt gegeben. Auf diesem Blatt ist eine Dornenkrone und eine Königskrone drauf. Und das ist wirklich ganz easy nachzuzeichnen für alle, die zu Hause sind. Holt euch auch ein Blatt Papier. Und ich möchte euch einladen, dass ihr die nächsten Lieder nutzt, um wirklich Gottes Wahrheiten über euer Leben auf dieses Blatt zu schreiben. Und dass ihr diese Wahrheiten mitnehmt in euer Leben. Und ja, vielleicht helfen euch auch die nächsten Lieder, da ein paar Gedankenanstöße zu geben. Was denkt Gott über euch?
Lichtbild steht fest auf einem Berg, denn du bist seine Burg, sein fester Turm. Meine Augen richten sich auf dich allein, denn du bist meine Burg, mein fester Turm. Ich vertraue deinem Namen, oh Herr. Ich preise deinen Namen, o Herr. Nur du bist für mich Sonne und Schild. Und ich preise deinen Namen, o Herr. Und ich preise deinen Namen, o Herr. Nur du bist für mich Sonne und Schild. Denn so hoch der Himmel ist deine Gnade über mir. Schatten ist, strahlt ein Lächeln über mir, strahlt ein Lächeln über mir. Wenn bei dir sich Bild steht fest auf einem Berg, denn du bist seine Burg, sein fester Turm. Meine Augen richten so hoch der Himmel. Gibst du mir ein neues Wort?
gibst mir ein neues Leben. Aus Gnade allein schenkst du mir ein neues Leben. Und für dich bin ich ganz da. Es ist mehr, wie es einmal war. Du hast alles neu, du hast alles neu gemacht. Ich höre jetzt auf, alles selbst zu tun und lebe aus deiner Kraft. Ich darf in dir ruhen, ich ergreife alles, was du gibst. Lebe in der Wahrheit, die du mir zusprichst. Du gibst mir ein neues Leben. Gnade allein schenkst du mir ein neues Leben. Unverdient bin ich ganz dein. Es ist mehr, wie es einmal war. Du machst alles neu, du hast alles neu gemacht. Ich bin nicht mehr derselbe, ein altes Leben ist vorbei. Ein neues hat begonnen. Und du hast mich befreit. Ich bin nicht mehr derselbe. Mein altes Leben ist vorbei. Ein neues hat begonnen. Und du erhebst Gott. Du gibst mir ein neues Leben. Aus Gnade allein schenkst du mir ein neues Leben. Unverdient bin ich ganz dein. Nichts ist mehr, wie es einmal war. Du machst alles neu, du machst alles neu gemacht. Du gibst mir ein neues Leben. Aus Gnade allein schenkst du mir ein neues Leben. Unverdient bin ich ganz dein. Nichts ist mehr, wie es einmal war. Alles neu, du hast alles neu gemacht. Wow.
Ein sehr bewegender Abend, denke ich. Wir haben von der Sehnsucht gehört, die Jesus hat für jeden von uns, als er da am Kreuz gestorben ist. Wir haben aber auch von dieser Stärke gehört, die vom Kreuz ausgeht. Die Auferstehung, die uns aus dem Tod reißt. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du diese Schmach getragen hast, den Tod auf dich genommen. Alles gegeben, damit wir leben können. Wir beten für die Menschen, die ja, sich jetzt nicht so in Freiheit treffen dürfen wie wir, trotz dieser ganzen Situation, mit diesem C, aber du bist auch der C, du bist der Christus, der lebt und an den wir uns hängen dürfen mit unserem Leben, klammern dürfen. Wir beten für die Menschen, die in Verfolgung sind, unsere Glaubensgeschwister, die verfolgt werden, auf der Flucht, die im Untergrund in ihrem stillen Herzen nur mit dir reden können, weil sie sich nicht öffentlich treffen können. Wir beten für die Menschen, die krank sind, auch aus unserer Gemeinde, dass du sie stärkst, auch durch diesen Tag, durch diese Zeit des Lebens, was an Ostern
überall durchbricht. Danke, dass du lebst und dass du uns lieb hast. Und danke auch für diesen Abend. Amen. Ich möchte einfach stellvertretend für alle, die hier mitgewirkt haben, einfach mal auch das Technikteam herausheben, bis da jeder Sound in den Ohren stimmt, der Sound hier in der Kirche, bis jedes Käbelchen gezogen ist und eingesteckt, bis der Sound auch im Stream richtig eingestellt ist, das ist ein Wahnsinn. Ich habe es miterlebt, was da viel Arbeit dahinter steckt. Vielen Dank euch allen, in aller Stille seid ihr dabei. Danke, dass ihr uns so einen guten Ton verschafft habt. Und wer in diesem Gottesdienst einfach noch als dankbares Geben etwas einlegen möchte, der darf das gerne tun. Wir möchten es für die Aufgaben, für die vielfältigen Aufgaben unserer Gemeinde geben. Wir haben ja ganz viele Aufgaben, auch in der Mission. Wir grüßen von Pakistan bis Brasilien, von Adelheid bis Wolfgang. Wir haben eigentlich einen ganz breiten Mix von Missionaren auf der ganzen Welt. Wenn ihr zuhört, wir grüßen euch herzlich. Und ich möchte jetzt einfach noch den Segen sprechen und dann singen wir noch das Abschlusslied. Herr, segne du uns und bewahre uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe du dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen. So tief der Abgrund, der uns einst trennte, so hoch der Gipfel, der vor mir lag. Voller Verzweiflung sah ich zum Himmel, sprach deinen Dunkel kam deine Güte.
noch mehr auf mich. Dann kam der Morgen, so wie verheißen, dein toter Körper ist neu erwacht. Mit lauter Stimme hast du verkündet, kein Gabaton und sprach mehr.